Im Duell von Medveschak Zagreb mit den Innsbrucker Haien geht es um Platz 4 in der Peak Round. Diesen haben aktuell die Tiroler inne. Sollten sie aber mit 3 Toren Unterschied oder mehr in Kroatien unterliegen, dann würde Zagreb das Team von Rob Pelin ablösen. Der einzige Treffer im ersten Abschnitt fällt erst in der 20. Minute. Nachdem Lehtonen Svete geprüft hat, wird die Scheibe retourniert an Netik. Zu Lehtonen, der zu Koski rannte. Und der mit dem 1:0 für die Gastgeber. Tero Koskiranta, der hat auch in den vergangenen 4 Partien gegen die Haie immer mindestens einmal getroffen. Nach der ersten Pause dann aber die Antwort der Innsbrucker. Andrew Jogen Lux Drew Schiestl die Scheibe ab und findet den anderen Andrew, nämlich Andrew Clark. Das 1:1 in der 22. Minute. Stark von Vorlagengeber Jogen, der auch selbst schon abschließen hätte können. Und so macht es eben Clark. Aber das Brett, das die Haie zu bohren haben, bleibt hart, weil Zagreb in Überzahl in der 33. Minute durch Josef Barley wieder in Führung geht. Nun zu Lehtonen, dann wird Svete von Koski Ranta die Sicht genommen und Barley finisht am Ende diese Aktion. Und Medveschak setzt im zweiten Drittel noch einen drauf. Zunächst missglückt Boywins Pass, aber dann nimmt sich Tyler Molly etwas vor. Das 3:1 für Zagreb in der 39. Minute. Starke Einzelaktion und Tyler Molly damit mit seinem 25. Saisontor. Mit dem 3:1 geht es in den letzten Abschnitt, in dem Nunen gegen Jogen hinlangt und einen Penalty verschuldet. Andrew Jogen gegen Carl. Sieg Jogen. Nur noch 2:3 aus Sicht der Haie. Aber Zagreb stellt dann wieder Distanz her. 47. Minute. Sondre Olden zu Garrett Nunen. Das 4:2 für die Gastgeber. Ein hübscher Treffer. Zagreb, das einzige Team, das bislang in der Zwischenrunde zu Hause noch keinen einzigen Punkt geholt hat, ist jetzt auf bestem Wege, das zu ändern. Vor allem, weil kurz darauf das 5:2 fällt. Powerplay für Medveschak, Abschluss Erwiani und dann bringt er die Scheibe über den Umweg Blaine ins Gehäuse. Der Treffer ist für die Haie umso bitterer, weil Medveschak damit tatsächlich der Sieg mit den benötigten 3 Toren Differenz gelingt. Durch das 5:2 ziehen die Kroaten in der Tabelle an Innsbruck vorbei und holen sich vorerst Rang 4.